Frage Nummer 1. Wo arbeitet Carmen? In einer Zigarettenfabrik. Richtig, Frau Schulze. Sie steht für? Zügellose Leidenschaft. Ja, aber auch für die radikale Auflehnung der Bildungs- und einkaufsfernen Schichten. Die Kunstfigur Carmen steht aber bis heute auch für die Sehnsucht der Frau nach Selbstbestimmung. Selbstbestimmung jenseits von Küche, Kirche, Kind und Keller. Und damit ist die Carmen-Variante des Kabarett Obelisten natürlich das ideale Programm zum Internationalen Frauentag am 8. März. Ist das nicht ein schönes Bühnenbild? Hm? Und warum passt Carmen in euren Augen so gut zum 8. März? Na, weil Carmen ja die Inkarnation der Leidenschaft ist, der Weiblichkeit und auch der Selbstbestimmung. Also was Besseres anlässlich des 8. März kann man kaum finden. Jemand, der liebt, also eine Frau, die liebt und die sich einen feuchten Kehricht daraus macht, was die Umwelt dazu sagt und die Konsequenzen allerdings auch tragen muss. Insofern finden wir, das ist ein sehr schönes, passendes Stück. Und das spielen wir deswegen am 8. März auch gleich zweimal. Nämlich um 16.30 Uhr und um 19.30 Uhr. Und wir hoffen, dass viele Frauen kommen, natürlich in Begleitung ihrer Männer, gar keine Frage, und sich hier köstlich amüsieren an dem Tag. Ich komm in die Stadt, ich bin für keinerlei Gesetz gemacht. Es ist nicht zu überhören, das Kabarett Obelist hat sich diesmal an einen ganz großen Stoff herangewagt, einen Opernstoff sogar, Carmen. Wobei, Angst vor Bühnenklassikern hatten die Potsdamer Kabarettisten ja noch nie. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir uns sowas vornehmen. Also wir haben mal, dieses Haus ist mal eröffnet worden mit Faust. Und das war schon, also eine Faustparodie. Faust 1 bis 3 haben wir damals gespielt. Ne? Und da war ja, ich das Gretchen große, und warum jetzt nicht? Also, warum dann nicht kam? Warum denn nicht kaum? Zwischendurch haben wir Nibelungen gemacht, ja, das passt auch schon, dass wir sowas mal machen. Oper haben wir noch nie gemacht. Na dann wurde es ja auch höchste Zeit, wobei der Opernstoff nur den Rahmen abgibt für ein hochpolitisches Kabarettprogramm. Nee, da gebe ich dir recht. Mit der Trillerpfeife gegen das Finanzkapital. Nee, da lassen Sie es mich als Carmen sagen, da zieht sich bei mir jede Pore, jede Körperöffnung zusammen. Da schlägt mein Arschgeweih Falten, was wir brauchen. Jawohl, das ist ein Militärputsch mit Sturm auf den Reichstag und anschließender Siegesfeier im Schloss Bellevue. Ich habe neulich ein Interview von dem Herrn Sauer gelesen, der Mann von Frau Merkel in der Gala. Der hat gesagt, an Scheidung habe ich nie gedacht, aber sehr oft an Mord. Frau Leuthäuser Schnarrenberger schnarrt heute vergeben. Auf Wiedersehen, FDP. Bei allen aktuellen Bezügen kommt die Musik bei Carmen natürlich nicht zu kurz. Der Baum hat uns ein Lied erzählt von einer Freiheit mit dir. Gauck, Schwarz-Gelb oder Schwarz-Geld. Jeder bekommt bei diesem kabarettistischen Rundumschlag natürlich sein Fett weg. Bleibt nur noch eine Frage. Warum heißt das Programm eigentlich Carmen für Landratten? Na, zunächst lief ja hier die Sommerbespielung am Wannsee. Das war für uns der Grund, darauf eine Parodie zu machen. Ne? Das Spektakel war ja riesig angekündigt und wir dachten, na Herrgott, nochmal, das ist ein gefundenes Fressen. Wir machen einfach die Gegenaktion. Wir bauen hier eine Seebühne, behaupten eine Seebühne und spielen hier Carmen für Landratten. Das war eigentlich die Grundidee und da wir ein politisches Kabarett sind, nehmen wir einfach die Story, um daraus eine Kabarettgeschichte zu machen. Und das ist auch voll gelungen. Die Seebühne am Wannsee ist schon längst abgebaut, Carmen für Landratten aber läuft erfolgreich im Obelisk. Ich will dahin, wo es schön ist, wo die Ringelnattern flattern, wo die rosa Muscheln tuscheln, da will ich hin, da ist es schön. Extra für die Landratten wurde die Carmen übrigens umgeschrieben. Aber das Ende wird hier natürlich nicht verraten. Nur so viel. Manchmal steht Carmen, getrieben zwischen Liebe, Lust und Leidenschaft, auch mal voll im Nebel. Ganz modern ebel. Hey, sie sind doch voll im Nebel.